Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly, auch wenn es heute wieder nicht direkt um EdgeTX oder OpenTX geht, sondern, wie hier auf dem Zettel schon steht, es geht um ELRS, also ExpressLRS. Das neue, oder sagen wir mal nicht ganz so neue, RC-Link-System, was auf LoRa basiert und wie man dazu eine X12S modifizieren kann, wenn man möchte. Genau, warum die X12S überhaupt modifizieren? Sie hat doch einen externen Modulschacht, dieses schöne Ding. Da können wir doch einfach ein ELRS-Modul im Standard-JR-Modulschachtformat einstecken. Ja, das kann man machen, aber ich habe mich eigentlich immer schon darüber geärgert, dass ich in der Anlage nur ein XJT-Modul drin habe, was also ausschließlich FR-Sky-Empfänger bedienen kann, beziehungsweise ein ISM-Modul. Und das wollte ich ganz gerne ändern. Und bevor ich ein internes 4-in-1-Modul einbaue, wollte ich doch ganz gerne ein ELRS-Modul dort einbauen. Ja, es gibt natürlich keine fertigen internen ELRS-Module, schon gar nicht in dem Format, was die X12S benötigt. Schauen wir uns das mal an. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Die Schrauben habe ich aus dem Gehäuse schon rausgedreht. Ja, also hier unten, da. Schrauben sind alle weg. Die Handgriffe hier an der Seite sind auch schon gelöst. Ich kann also den Deckel jetzt einfach abheben. Und Achtung, vorsichtig, wie immer bei der X12S, da hängen noch Kabel dran. Hier. Und zwar für die Botis hier, beziehungsweise für den Vibrationsmotor. Da müsst ihr jetzt so locker, flockig, leicht unter den Deckel gucken und die Kabel rausziehen. Was ich allerdings schon gemacht habe, diese beiden Kabel hier für die Botis, die sind ja hier eingesteckt. Die habe ich schon vorher gelöst und das Kabel für den Buzzer habe ich, beziehungsweise für den Vibrationsmotor, das hatte ich auch schon mal abgemacht. Ja, also da sollte man beim ersten Öffnen ein bisschen mit Vorsicht dann vorgehen. Okay, da ist meine X12S von innen. Ich ziehe nochmal den Stromversorgungsstecker ab, damit hier nichts passieren kann. Und jetzt ist das interne HF-Modul von X12S ist hier drunter unter dem Deckel verborgen. Hier sieht man noch die langen Pins für den externen Modulschacht. Also müssen wir wieder Schrauben lösen und zwar 1, 2, 3, 4 und dann kann man hier diesen Akkuträger vorsichtig hochnehmen und klappt ihn so nach vorne rum. Da ich meine X12S ständig auseinandernehme, habe ich hier einfach mal ein Klebeband drüber geklebt und auch schon diese drei Schrauben hier dort, dort und dort gelöst gehabt. Und dann kann man das tatsächlich hier nach vorne klappen. Ich kann das gefahrlos jetzt hier auf dem Motherboard ablegen, weil ich ja die Stromversorgung entfernt habe. Und ja, hier sieht man jetzt das interne XRT-Modul. Hier mit den beiden Antennenkabeln für die Diversity-Antenne. Und das ist hier nur mit so einem 20-poligen Konnektor aufgesteckt. Das kann man jetzt also hier von dem Träger abziehen und kann auch ganz vorsichtig hier diese Antennenstecker lösen. Möglichst senkrecht nach oben abziehen, sonst hat man sie verbogen. Ja, das ist das Ding. Okay, das können wir jetzt an die Seite legen und stattdessen kommt ein ELRS-Empfänger dort hinein. Geschickt wäre natürlich dann auch wieder einen Diversity-Empfänger zu nehmen als Sendemodul, also einer, der zwei Antennenanschlüsse hat.
wie dieser kleine hier. Das ist ein Beta FPV Super D. Das steht hier auch ganz klein drauf. Ja. Sowas kann man nehmen oder habe ich hier schon mal vorbereitet, da steht groß LBT drauf. Das ist ein RadioMaster RP3. Der hat auch die beiden Antennenanschlüsse, wobei das kein echter Diversity-Empfänger jetzt ist. Ja, das kann man natürlich fliegend verdrahten. Hier an den Stecker. Dazu muss man wissen, wie die Pin-Belegung hier unten ist. Das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Das würde ich aber vielleicht nochmal in die Videobeschreibung dann unten hinein verlinken. Und dann kann man das hier praktisch meinetwegen hinkleben und zieht vier Kabel an die entsprechenden Punkte von diesem 20-poligen Stecker. Jetzt fällt es mir schon hier runter. Aber ich habe einfach mal, damit es schön wird, mir erlaubt, solche kleinen Adapterplatinen zu basteln. Die sind hier noch in einem Produktionsrahmen. Ich kann da mal eine rausmachen. So sehen die aus. Und da braucht man hier so einen 20-poligen Stecker mit 2 mm Abstand. So ein Pinheader kriegt man überall. Ist kein Problem. Ja, und dann sieht das also so aus. Habe ich den Pinheader schon mal eingelötet. Und das ist jetzt so gedacht, dass man den Empfänger einfach von unten gegen diese Pins lötet. Dann ist das stabil und passt also auch hier locker dort hinein, ohne irgendetwas anderes zu berühren. Und jetzt kann man natürlich auch, das macht man natürlich am besten vorher, damit man da ein bisschen Kraft aufbringen kann. Jetzt muss man noch die Antennenstecker hier wieder drauf machen. Auch da ist äußerste Vorsicht geboten, dass man sie nicht verkantet oder diese kleinen Laschen falsch aufsetzt. Sonst ist der Stecker dahin. Ja, jetzt kann man das dort reinstecken und passt wunderbar. Nächste Stufe ist dann, das einfach alles wieder zusammenzubauen. Und genau das kommt jetzt hier wieder rein. Na, es stört ein bisschen das Gaffertape, was ich da drüber gemacht habe. Das kommt dort wieder rein und dann geht die ganze Schose rückwärts. Und da halte ich mal kurz die Aufnahme an. So, da bin ich wieder. Die Aufnahme läuft weiter. Ich habe den Deckel jetzt unten wieder drauf. Alle Stecker wieder rein. Das muss ich euch nicht zeigen. Das bekommt ihr ja selber hin. Ja, die Gummihandles habe ich natürlich noch nicht wieder aufgesteckt. Die nerven immer so ein bisschen. So, dann wollen wir mal gucken. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann sollte das ja auch funktionieren. Ich schalte jetzt erstmal den Sender ein. Ja, Gas ist nicht null, Tasten sind falsch. So, ja, die Slider gehen auch wieder. Potis, alle Stecker dran. Perfekt. Gut, jetzt habe ich hier den Empfänger. Der ist hier oben an dem kleinen Regler. Der dient aber nur zur Stromversorgung mit seinem BEC. Also jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich stecke jetzt einfach mal den ESC an die Stromversorgung an. Ja, und der wird blau. Das heißt, er ist gebunden und sollte dann auch funktionieren. Perfekt. Ja, wir können natürlich noch mal gucken, was wir hier eingestellt haben. Jetzt müssen wir auf internes HF-Modul gehen. Und tatsächlich, da haben wir also hier Crossfire. Es läuft auch, man sieht das. Wir gehen mal kurz in die Senderkonfiguration hinein unter dem Hardware-Tab. Und da ist es wichtig, dass der Typ für das interne Modul jetzt hier auch auf Crossfire umgestellt wird, also nicht XRT, nicht ISRM und auch kein Multimodul mehr, sondern CSRF. So, wenn ihr das so einstellt, dann passt das. Und wir können auch mal kurz gucken,
ob das Express-LRS-Skript läuft. Das tut es auch, zeigt mir das hier an. Da steht oben Doppel-TX-ESP. Ja, Voraussetzung für diesen kleinen Umbau ist allerdings, dass ihr das den kleinen Empfänger als Sender geflasht habt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch auch. Das ist kein Problem. Das geht nämlich auch über drahtlose Netzwerkverbindung. Also man kann jetzt auch im eingebauten Zustand ganz lockerflockig das ELRS dort updaten. Gut. Other Devices ist auch klar. Da taucht jetzt hier der Empfänger auf mit seinen Daten. Das scheint alles soweit zu funktionieren. Perfekt. Gut. Prima. Das war der kleine Umbau der X12S für ELRS. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.